Hallo und willkommen zur zweiten WM-Klassiker-Nacht im ersten. Heute widmen wir uns den 60er Jahren. Historisch betrachtet war das eine Zeit der Konsolidierung in Deutschland. Aber auch die Fußball-Bundesliga wurde gegründet 1963. Das Jahrzehnt wurde geprägt von jungen Spielertypen wie Schnellinger, Zähler, Beckenbauer. Und das ganze Jahrzehnt wurde überstrahlt von einem Tor. Dem ominösen Treffer von Wembley 1966. Für die meisten Deutschen ist es nach wie vor der Inbegriff einer Schiedsrichterfehlentscheidung. Der Pfiff des Schweizer unparteiischen Gottfried Dienst. Michael Dittrich und Patrick Eich über die 60er. Gepfiffen wird viel und gern in den 60ern. Doch ein Geräusch aus dieser Pfeife nach dieser Szene erregt deutsche Gemüter aufs Heftigste. Bis heute. Ich habe natürlich immer noch die Schmach vom Wembley tief in meinem Unterbewusstsein abgespeichert, wo wir damals wirklich von den Engländern, und das muss man mal einmal so deutlich sagen, auch im deutschen Fernsehen kann man das heute sagen, doch über den Tisch gezogen wurden, weil das Tor, wissen wir jetzt in der Zwischenzeit alle, war natürlich kein Tor. Und immer wenn ich meinen guten Freund Uwe Seeler treffe, dann sitzen wir beide wirklich am Tisch und weinen fast, weil wir immer noch sagen, Uwe, es hätte so schön sein können damals Wembley. Die haben zum Glück ja dann das Stadion abgerissen, zu Recht muss ich sagen. Aus diesem Grund auch. Ich habe da hingeschrieben und gesagt, Leute, das Stadion kann so nicht stehen bleiben. Reisen durch die 60s beginnen mit einem 5:0 auf Island. Der Chef zeigt sich gut behütet, guter Dinge. Herr Herberger, was haben Sie uns aus Island mitgebracht? Eine neue deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel? Na, so schnell geht die Schaffung einer deutschen Nationalmannschaft nicht. Aber die Spieler haben uns doch recht viel Aufschluss gebracht, im Hinblick auf die Aufgabe, die uns nun gestellt ist, nämlich der Vorbereitung und dem Aufbau unserer Nationalmannschaft für die kommenden Qualifikationsspiele. Tests hüben wie drüben. Die DDR schlägt am 30. Oktober 1960 in Rostock Finnland klipp und deutlich mit 5:1. Zweifacher Torschütze Jürgen Nöldner vom ASK FC Vorwärts Berlin, Spitzname Kubbe. Allerdings in der WM-Quali hapert's. Im ersten Länderspiel nach dem Bau der Berliner Mauer verliert die DDR am 10.09.1961 mit 2:3 gegen Ungarn in Berlin, nachdem das Hinspiel in Budapest mit 0:2 daneben ging. Dieter Erler und Peter Ducke treffen diesmal für die mit Hammer und Zirkel. Die erste Weltmeisterschaftsteilnahme lässt dennoch im Osten weiter auf sich warten. Trotz aller Begeisterung und Zeitlupen, nix mit Chile 62. Über den Rängen des ausverkauften Hamburger Volksparkstadions lag eine erwartungsfrohe Stimmung, als Uruguay, der Weltmeister von 1950, gegen den Weltmeister von 1954, die deutsche Nationalelf, in weißer Hose, zu einem Freundschaftsspiel antrat. Der Großmeister aus Übersee lieferte keine sehr überzeugende Partie, während Herbergers Schützlinge einem neuen Fußballfrühling entgegenstürmten. Die Urus ziehen eine gefährliche Musterkombination auf, aber Farian, der frischgebackene Nationaltorwart, ist wachsam. Herbergers Elf im Gegenzug, Koslowski wird geschickt gelegt. Haller braust heran und gibt eine einmalige Gala-Vorstellung. 1:0 für Deutschland. Horst Szymaniak, der als Vollprofi für gute Lire in das italienische Fußballgeschäft eingestiegen ist, serviert auch auf heimatlichem Rasen prächtige Vorlagen. Und der alte Junginternationale Fritz Schäfer erzielt mit diesem Abstaubertor das 2:0. Farian ist geschlagen. Kurbjörn rettet auf der Torlinie. Den Urus klebt das Schusspech an den Stiefeln. Als das Flutlicht aufflammt, zeigt Fritz Schäfer den Trick des Tages. Er täuscht den hartgesottenen Troche und Koslowski nutzt eiskalt die Chance für sein erstes Ländertor. Mit dieser 3:0-Niederlage an der Elbe wurden die Ballistiker vom La Plata ihrem Ruf nicht ganz gerecht. Aber sie trösten sich mit einem Seitenblick auf die kommende Weltmeisterschaft. Denn in Chile weht ein heißer Wind.
Und weil dem so ist, kümmert sich der Chef um jedes Detail. Sogar um die richtige Lage. Als Sepp Herberger 1962 mit 22 Spielern das Flugzeug nach Santiago de Chile besteigt, ahnt er noch nicht, dass es seine letzte Weltmeisterschaft als Bundestrainer sein würde. Chile wird für die Deutschen kein Erfolg und das Denkmal Herberger beginnt zu bröckeln. Die WM bleibt in schlechter Erinnerung. Die damals regierende Militärjunta nutzt das Weltspektakel, um international in Erscheinung zu treten. Die Gästemannschaften als Teil lautstarker Militärparaden ist Programm. Hier trägt die deutsche Mannschaft, die in einer Militärschule Quartier bezogen hat, zur öffentlichen Wirkung bei. Sepp Herberger, der gute Miene zum Spiel macht, geht es, wie er später sagt, auch darum, die vielen Chile-Deutschen als Fans für die eigene Mannschaft zu gewinnen. Er konnte zum richtigen Moment das Richtige sagen, er nannte das Kernsätze. Von Erich Kästner gibt es ein Wort, wer etwas zu sagen hat, hat keine Eile. Er nimmt sich Zeit und sagt es in einer Zeile, das Versippen. Zerstreuung damals, ein Besuch im Varieté. Bis heute Tradition im Deutschen Fußballbund, der Torwartstreit. Die Kontrahenten Hans Tilkowski und Wolfgang Farian. Tilkowski vor dem Turnier die Nummer 1, Farian der Herausforderer. Regen empfing die deutsche Nationalmannschaft zu ihrem ersten Weltmeisterschaftsspiel in Santiago. Der Gegner heißt heute Italien. Neben Chile und der Schweiz spielen diese beiden Mannschaften in der Santiago-Gruppe. Spielführer Hans Schäfer aus Köln, dahinter das Geburtstagskind Farian und dann all die anderen. Bundestrainer Herberger am Schluss zusammen mit Helmut Schön. Wir wollen Ihnen die erregendsten Szenen der ersten Halbzeit in Zeitlupe zeigen. Hier der Schuss von Rivera, den Farian nicht festhalten kann und den Sivori vorbeischießt. Brülls, Haller, Seelers Kopfball. Das Spiel beginnt in der zweiten Halbzeit mit 0:0. Die letzte Chance für die deutsche Mannschaft. Aber Seeler will heute nichts gelingen, außerdem ist der Meister auf sich allein angewiesen. Das Spiel ist aus. Die Italiener ärgern sich ein wenig. Die Deutschen scheinen mehr zufrieden. Aber sportlich ist diese Abschlussgeste. Nach dem harten Kampf ist alles vergessen. Man schüttelt sich die Hände, geht in die Kabinen. Das Spiel endet 0:0. Und genau wie nach der ersten Halbzeit wollen wir Ihnen auch jetzt die Hauptszenen der zweiten Halbzeit noch einmal in Zeitlupe zeigen. Das war die Chance durch Haller. Und dann kam die Flanke von Haller zu Seeler. Hätte doch Seeler mit dem rechten Fuß geschossen. Fast unvermeidlich schien doch hier der Treffer. Es bleibt beim 0:0. Chile ist Tabellenführer in dieser Gruppe. Italien und Deutschland auf dem zweiten Platz vor der Schweiz. Schon drei Tage später neue schwere Prüfung für Deutschland. Die Schweizer, alte Freunde, alte Rivalen. Gegen Italien hieß das Rezept elastisches Abwehrnetz. Heute gegen die Schweiz Angriff. Hans Schäfer dirigiert wieder. Albert Brülls zum ballverliebten Helmut Haller. Torwart Elsner, für viele der überragende Hüter des ganzen Turniers. Bis Sekunden vor Halbzeit hält der berühmte Schweizer Riegel. Da, ein Solo von Albert Brülls. 1:0 für die deutsche Elf. Die Schweiz spielt seit einer halben Stunde mit 10 Mann. Stürmer Eschmann schied nach einem Beinbruch aus. Der einzige Schatten auf diesem ritterlichen, schönen Kampf. Nach einer Stunde,
Uwe Seeler lässt sich nicht abschütteln. 2:0. Ist das die Entscheidung? Selbst 10 Schweizer geben sich nicht geschlagen. Schon 12 Minuten später. Missglückte Faustabwehr Farians, Verteidiger Schneider, 2:1. Nur noch 2:1. Da, Chance für Bulls. Schneider, eben noch Torschütze, jetzt Retter auf der Torlinie. Typisch Schneider. Dieser 2:1-Niederlage braucht sich Herbergers Kollege Rappan links nicht zu schämen. Vor dem Spiel der Deutschen gegen Chile Spezialspione unterwegs. Max Morlock und Fritz Walter, die 54er-Weltmeister, fachsimpeln mit der chilenischen Truppe. Am 6. Juni 1962 in Santiago dann das mit Spannung erwartete Match gegen die Gastgeber. Erneut Farian im Tor, vor ihm Novak und Schnellinger, Willi Schulz, Erhard, Giesemann sowie als Halbstürmer und Stürmer Kraus, Szymaniak, Seeler, Hans Schäfer, der Kapitän und Brülls. Also nun wieder die andere Parole, den Gegner im Abwehrnetz zappeln lassen. Farian unter Druck. Aber vorerst nur durch Fernschüsse. Meisterlich vor ihm die Abwehrkette Novak, Erhard, Schulz, Giesemann und der allgegenwärtige Schnellinger. Immer zügiger Konterschläge. Schäfers Kopfball, Außennetz. Man lässt Chile das Mittelfeld. Schulz unerbittlich als Zerstörer. Schnellingers Abschläge schalten präzise auf Angriff um. Seeler wagt endlich solo, wird gefoult. Elfmeter. Elegant, raffiniert. Szymaniak wie einst Fritz Walter. 1:0 nach 20 Minuten. Auch chilenische Zuschauer klatschen. Doch ihr beschwörendes Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le kreischt immer eindringlicher. Neue Angriffe Chiles, neue Meisterparaden. Stürmer Szymaniak lenkt von hinten Entlastungsoffensiven. Und 8 Minuten vor Schluss glückt Seeler ein akrobatisches Kopfballtor wie im Varieté. Als Gruppensieger braucht Deutschland nicht 2000 Kilometer weit nach Arica zu fliegen. Deutschland im Viertelfinale, dank Training und Pendel. Das Pendel ist ganz in Vergessenheit geraten. Uwe hat am Tag oder viermal in der Woche 500 Sprünge gemacht. Der Sprunggefühl, Sprungkraft und Schneid. Die Technik in der Luft. Der hat im Endspiel 66 dem Jackie Charlton, dem er unter die Arme passte und den Arm stehen konnte, Kopfball wecken. Abenteuer Chile. Fernsehzuschauer damals können es noch nicht live verfolgen. Verantwortlich für die Übertragungen ins 22 Flugstunden entfernte Alemannia, der Südwestfunk in Baden-Baden mit Teamchef Rudi Michel. Es gab noch keine Satellitenübertragungen und kein Fernsehprogramm in Santiago de Chile. Wir flogen die kopierten und geschnittenen Filme nach Europa. 3 Tage später wurden sie in Deutschland gezeigt, in alle Eurovisionsländer überspielt und hatten 72 Stunden nach dem Ereignis noch eine Einschaltquote von 35%. Die ARD schon damals nah am Ball. Sogar Ü-Wagen werden gen Chile verschifft und liefern Bilder vom Viertelfinale gegen Jugoslawien. Schäfer. Schnellinger. Nur mit den Fingerspitzen erwischte Soskic den Ball. Der rechte Verteidiger Durkovic. Und da die Flanke. Glück für Faria. Und nun zeichnet sich die Entscheidung ab. Galic. Vorbei an Schulz, vorbei an Schnellinger. Den Ball aus dem Tor, den
der rechte Läufer Radakovic aus vollem Lauf eingedonnert hat. Sie erkennen ihn leicht. Er ist leicht verletzt. Er trägt das Stirnband. 5 Minuten vor dem Ende ist die Entscheidung gefallen. Die Jugoslawen führen mit 1:0. Und damit WM-Feierabend für Herberger. Keine Titelträume mehr. Die WM selbst markiert das Ende der Ära Herberger. Miserables Abschneiden. Man scheidet im Viertelfinale aus gegen Jugoslawien. Es ist insgesamt eine spielerisch ganz schwache WM. Es ist, glaube ich, bis heute, ich weiß nicht, ob es die Tourärmste, aber es ist eine der tourärmsten WMs, die stattgefunden hat. Und auch von großer Brutalität auf dem Feld gekennzeichnet, von total destruktiver Spielweise gekennzeichnet, was man auch im Übrigen Herberger vorwirft, dass er zu defensiv, zu destruktiv spielen lässt. Es ist eigentlich der Übergang einer neuen Ära in die erste wirklich goldene Ära des deutschen Nationalmannschaftsfußballs, weil 54 ja doch irgendwie so ein bisschen eine Episode geblieben ist. Im Osten räumen sie ab, anno 62. 8 Spiele, 5 Siege. Erler trifft regelmäßig. Wir sind mit allen Mann in der gegnerischen Hälfte. Peter Togge ist im Strafraum, schießt mit dem linken Bein, Nachschuss, Tor! Tor! Erler schießt den Ball ins Tor. Tor durch Erler. Sogar dem Mutterland zeigen sie's. Stellenweise. 2. Juni 1963, DDR gegen England in Leipzig. Endstand 1:2, nachdem Peter Ducke vom SC Motor FC Carl Zeiss Jena die Massen in der 24. Minute so begeistert hatte. Der schwarze Peter, sein Bruder Roland, Nöldner, Frenzel, Kaiser oder Urbanschik, sie halten gut mit und was irgendwie zu halten ist. Doch Mr. Hunt und später Mr. Charlton checken's letztlich für den kommenden Weltmeister, was jedoch die 90.000 im Zentralstadion keinesfalls beunruhigt. Allerdings, die 63er-Bilanz der Ostkicker fällt weniger ruhmreich aus. Nur ein Sieg, und zwar ein 5:1 gegen Burma in Rangoon. Wenig später gar ein 12:1 und feinsten Tee gegen Ceylon in Colombo. Die Blauen, im Stil der Zeit in Schwarz-Weiß zu erkennen, scheitern 1963 zweimal in der EM-Qualifikation gegen Ungarn. Chancen ja, Siege nein. 2 Jahre später reicht's zu einem 1:1 in Leipzig, weil Vogel trifft. Eberhard Max Vogel, hinter Joachim Streich mit 188 Toren, zweitbester DDR-Schütze aller Zeiten. Doch weil das Rückspiel in Budapest versemmelt wird, wird's wieder nichts mit dem Turnier der Weltbesten. Dafür aber Olympia. In der Quali für Tokio schlagen sie die BRD mit 3:0 in Karl-Marx-Stadt und unterliegen nur knapp in Hannover. Auch Niederlande und UdSSR lassen sie locker hinter sich. Die Ringe rufen. Sogar Bronze wartet gegen die Vereinigte Arabische Republik Ägypten. Aber der läuft mit dem Ball, läuft immer noch. Jetzt Vogel, Tor, jetzt war es passiert. Bronze in Tokio, der erste internationale Streich der DDR-Fußballer. Aus der Mannschaft von Károly Sós längst nicht mehr wegzudenken, linksaußen Eberhard Vogel. Im Westen erklärt derweil Bundestrainer Herberger das weitere Vorgehen. Macht also eure Augen auf und dann Uwe, wenn hier der Aki den Ball hat, und du gehst hier raus, mein Ding, in seinen Rücken, dann haben wir ja hier drüben auch eine Überlegenheit an der Zahl. Und wenn wir einen Mann mehr haben, wird auch das Spiel schon laufen. Letztmals läuft's für Herberger in Finnland am 7. Juni 1964. Seine Mannen schenken ihm zum Abschied ein 4:1 und der junge Wolfgang Overath peilt genauestens den Winkel an. Beim WM-Qualispiel gegen Schweden in Berlin sitzt Helmut Schön auf der Bank. Das war Martinsson, der schwedische Mittelstürmer, der das 20. Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Schweden soeben eröffnet hat.
Und damit haben für beide Nationalmannschaften die Ausscheidungsspiele zur Fußballweltmeisterschaft 1966 begonnen. Tor! Wahrscheinlich durch Hamrin. Jawohl, Hamrin. Was Reporter Rudi Michel messerscharf erkennt, führt zum 1:1. Größte Sorge fortan im bundesdeutschen Lager. Uwe Seeler und seine gerissene Achillessehne. Frage aller Fragen. Wann kann Uwe wieder? Es reicht fürs Rückspiel gegen Schweden in Schweden. Es begann um 7 Uhr morgens in Stockholm. Deutsche Schlachtenbummler zogen mit Transparenten und in Sprechchören durch Schwedens Hauptstadt. Man schätzte, dass etwa 7000 deutsche Besucher im Rasunda Stadion waren. Mit dem Flugzeug, mit dem Schiff, mit der Bahn und mit dem Wagen kamen sie aus allen Teilen der Bundesrepublik. Ja, es war eine ganz schwierige Situation für Schön, weil er nur ganz wenig, er wurde ins kalte Wasser geschmissen. Er hatte nur ganz wenig Zeit, eine Mannschaft aufzubauen für diese Qualifikation. Und Schweden war ja nicht ohne. Und er hat unheimlich viel Mut bewiesen, als er in Schweden auflief mit dem 19-jährigen oder 20-jährigen, weiß ich genau, Franz Beckenbauer. Also er verjüngte die Mannschaft und das macht ja nun auch nicht jeder Trainer vor einem so entscheidenden Spiel. Da baut man normalerweise erstmal auf die bewährten Kräfte. Und er setzte Uwe Seeler ein, gerade genesen von einer schweren Achillessehnenverletzung. Doch in der 43. Minute geschieht, was nicht geschehen sollte. Hoher Tor! Ja. Die Nummer 8. Und Tor! 1:1. Das ist aber gut noch. Werner Krämer vom Meidericher SV, den alle nur Eier nennen, staubt postwendend zum Ausgleich ab. Noch in der ersten Halbzeit. Und Rosser. Ja, Seeler, Tor! Tatsächlich, Seeler, Tor, 2:1, 54. Minute. Eines der wichtigsten Tore in Uwes Länderspielgeschichte. So ergrätscht er das Ticket für England. Uwe hat sich da durchgebissen. Adidas hat Spezialschuh gemacht, Achillessehnenschuh, damit der Druck von der weg war. Uwe hat auch ganz viel Krafttraining, die ihm nachher ein bisschen im Wege stand, Beweglichkeit verloren durch ein Übermaß an Krafttraining. Und er macht dieses Tor, diesen langen Spreizschritt, macht dieses Tor. Wie wichtig für ihn, für uns. Gewonnen. Wie war denn das gestern bei dem entscheidenden Tor? Hatten Sie vorher den Riecher, dass der Ball zu Ihnen kommen würde? Ach Gott, den Riecher, das kann ich nicht so unbedingt sagen. Ich habe mitgespielt und plötzlich kam der Ball und ich hatte nur noch einen Gedanke ins Tor. Ne? Vorne rechts sitzt Helmut Schön, eben hatte er noch die große Hornbrille auf. Jetzt genug gelesen, die schwedischen Kritiken zufrieden? Ja, ich spreche nicht Schwedisch, ich denke mir nur zu meinen Teil dabei. Aha. Und was haben Sie sich gestern gedacht, als das zweite Tor für Deutschland fiel? Ich habe mir gedacht, es wäre ganz schön, wenn noch das dritte käme. Aha. Aber 2:1 genügt Ihnen auch, Helmut? Sicher genügt mir das auf alle Fälle, genügt es uns, denn jetzt haben wir tatsächlich einmal eine gewisse Ruhe, um uns auf die nächsten Aufgaben vorbereiten zu können.
Eine der nächsten Aufgaben, ganz in Freundschaft, in England gegen England. Am 23. Februar 1966. Deutschland unter anderem mit prominentestem Mittelfeld namens Beckenbauer und Netzer. Mit gestandenen Recken wie Lutz und Lorenz als Verteidiger. Doch es hilft nichts. Ein gewisser Nobby Stiles überlistet Hans Tilkowski. Im Verlauf begegnen uns erstmals denkwürdige Begegnungen mit Schiedsrichtern im Wembley-Stadion, was Reporter Rudi Michel fast die Sprache verschlägt. Hey. Und Reklamationen und er geht tatsächlich zum Linienrichter. Was da nun verkehrt gewesen sein soll. Heiß oder Beckenbauer. Ich kann mir so etwas nicht vorstellen. Denn die Flanke kommt von der Torauslinie nach hinten. Da kann kein Abseits der Fall sein. Jetzt gibt der Eckball. Wahrscheinlich ist der Linienrichter der Auffassung, dass die Flanke von Held aus dem Tor ausgeschlagen worden ist. Wir nehmen das hin. Wir wollen nicht darüber diskutieren. Noch einmal wird Schiedsrichter Roma aus Holland diese Entscheidung nicht zurücknehmen. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden und sage Ihnen gute Nacht. Aufbruchstimmung weiterhin im Fußball-Osten. Die DDR-Elite tourt gar am 2.1.1965 in Montevideo beim Doppelweltmeister Uruguay. Der 26-jährige DDRler erstmals als Kapitän der DDR-Nationalmannschaft. Erlers Täuschungsmanöver und anschließendes Abspiel auf Peter Ducke leiten unsere Führung durch Frenzel ein. Eine Riesenüberraschung bahnt sich an. Auch am Tor Nummer 2 ist der lauffreudige Spielgestalter Erler mit einer mustergültigen Flanke beteiligt. Frenzel Peter Ducke 2:0 auf südamerikanischem Boden. Die Weltpresse hatte damals ihre Fußballsensation des neuen Jahres. Reporter formulieren im Stil der Zeit: Auch an Tor Nummer 2 ist der lauffreudige Spielgestalter Erler mit seiner mustergültigen Flanke beteiligt. Frenzel, Peter Ducke 2:0 auf südamerikanischem Boden. Lobeshymnen reichlich für die Ostkicker, namentlich für Dieter Erler und Jürgen Nöldner. Da kommt Fresdorf von hinten. Fresdorf hat eine flache Eingabechance. Tor! Nöldner schießt das 1:0 in der ersten Spielminute. Nöldner trifft und trifft. Für den World Cup in England reicht's dennoch nicht, weil die Ungarn ihnen zuvorkommen. Mit anerkannten Ballartisten wie Bene oder hier Albert. Im DDR-Fernsehstudio herrscht dennoch WM-Fieber. Hallo, meine lieben Fußballfreunde. Da sind wir wieder. Ungefähr ein oder eine halbe Stunde, eine reine Fußballspielzeit also, sind bisher vergangen, seitdem in London diese Auslosung für die Gruppen zur Fußballweltmeisterschaft im Juli 1966 stattfand. Sie haben ganz gewiss daheim mit Ihren Diskussionen begonnen. Sie werden sich zum ersten Mal erhitzt haben. Ist das nun das Richtige? Und wer ist Favorit? Wer gegen wen? Wer kann eine Runde weiterkommen? Deutschland bzw. Westdeutschland zusammen mit Argentinien und Spanien in der Gruppe B. Erstes Match in Sheffield gegen die Schweiz. Keller, Beni, Höttges, Oberrat steht frei. Dort, jawohl. Hell.
Lindenholz. Beni. Gegen Schulz. Dürr und Oberrad. Sehr schön der Aufbau, Haller. Enorm schnell begonnen wurde. Haller. Beckenbauer. Seeler. Beckenbauer. Beckenbauer! Ist ein bisschen überrascht worden. Beckenbauer. Allein muss er gehen, sonst wäre er abseits gewesen. Wunderbar! Komm! Nochmal Haller. Seeler. Und jetzt gibt es einen Elfmeter. Hoffentlich hat sich Seeler dabei nicht die Schulter ausgerenkt oder so etwas. Aber ich sehe im Weggehen, dass er den Arm noch heben kann. Haller wird den Elfmeter ausführen. Sie sehen das Resultat auf Ihrem Bildschirm. Dafür darf ich noch einmal wiederholen. 5:0 durch zwei Tore von Beckenbauer, zwei von Haller und einen Treffer von Held. Der heutige DFB-Generalsekretär, damals zarte 15, verfolgt es live am Schirm und schreibt sich voller Begeisterung die Finger wund in diesen Tagen. Dann wurden damals noch, heute undenkbar, auch die Privatadressen von den Spielern veröffentlicht. Da konnte man die anschreiben. Und da hat der Wolfgang Overath mir mal zurückgeschrieben: Lieber Wolfgang, alles Gute, wünscht dir dein Freund Wolfgang Overath. Also dieses Bild hing dann auch bei mir zu Hause im Kinderzimmer. Nichts für bleibende Erinnerung, was gegen Argentinien im zweiten Vorrundenspiel passiert. Rüdes Foul gegen Wolfgang Weber und müdes 0:0. Weber, hier links wälzend, kann weiterspielen. Platzverweis aber für Ausputzer Albrecht, der nach 5 Minuten tatsächlich vollzogen ist. Aus der gern gesehenen Reihe Jahrhunderttore jetzt Lothar Emmerich und seine linke Klebe. Gut gemacht, Emmerich. Tor! Der Augenzeuge vom Daily Telegraph berichtet über dieses unglaubliche Goal. Ich weiß nicht, ob unser Villa Park in Birmingham jemals wieder der alte sein wird. Nach dem 2:1 gegen Spanien folgt Uruguay. Die in Schwarz und Weiß führen früh mit 1:0 durch Held. Härte nimmt zu. Und drüben krümmt sich Emmerich, Sie können es nicht sehen, am Mittelfeld, er liegt an der Erde. Er wurde anscheinend von Trotze eben. Ja, und er wehrt sich jetzt gegen einen Angriff eines Uruguayers. Eine schöne Szene. Und jetzt ist Schiedsrichter Finne endlich da. Er hat den Mut und stellt Trotze vom Platz.
Das wäre die zweite Herausstellung, nachdem ihm der Linienrichter drüben Bescheid sagte. Er selbst hatte das Spiel verfolgt, war auf Ballhöhe und diese Tat geschah etwa 30 Meter entfernt hinter seinem Rücken. Emmerich wird noch behandelt und hier ist der Kapitän von Uruguay. Wolfgang Oberath begleitet ihn vom Platz. Uwe Seeler und wieder gefoult, aber es geht weiter. Oh, 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 jetzt wäre die zweite Ausstellung fällig. Perez heißt der Sünder. Eigentlich schon zweimal verwarnt und er muss vom Platz. Helmut Haller schuftet und kämpft. Beckenbauer, Seeler, Beckenbauer, ja, 2:0 für Deutschland, 70. Spielminute, liebe Fußballfreunde in Deutschland, in Sheffield, fast würde ich sagen, das Spiel scheint entschieden. Hört ihr? Ja, Emmerich, aber jetzt, drüben Uwe Seeler frei, neben ihm hält. Uwe Seeler. Ja! Er kann es noch, der Uwe. Sein zweites Tor bei dieser Weltmeisterschaft. Schnellinger. Uwe Seeler. Haller. Uwe Seeler und Haller startet. Ist vorbei. Aber zu spät. Nochmals Haller. Tor! So. 4:0. Und WM-Maskottchen World Cup Willy kündigt's an. Halbfinale Deutschland-Sowjetunion. Und Haller. Tor! Und da bedankt er sich bei dem Mann, der die Aktion eingeleitet hat. Das konnten Sie nicht sehen, bei Karl-Heinz Schnellinger, der reinging gegen Schislenko, aufstand, dann den Pass schlug, der verlängert wurde und Haller die Gelegenheit gab, zum ersten Tor für Deutschland einzuschießen. Emmerich und Held. Held gegen Voronin. Großartig, dieser Teufelskerl, dieser Lev Yashin. Schislenko. Auch etwas angeschlagen nach dem Tackling von Schnellinger. Und eben Foul von Schislenko, ohne Ball an Held. Das war ein Revanche-Foul. Und Lobello zeigt vom Platz. Lobello zeigt Schislenko vom Platz. Haller und Beckenbauer. Tor! Tor! Lasse Schuss! Ponomajew. Weber. Und Pilkowski verliert den Ball und Tor! Was der Freude keinen Abbruch tut. Finale am 30.07.66. England gegen Deutschland. Beide Mannschaften schon im Tunnel. In der Mitte Schiedsrichterdienst aus der Schweiz. Rechts der russische Linienrichter Bakramov und links Dr. Karol Galba aus der CSSR. In Wembley seid ihr Deutschen verloren, prophezeit Portugals Star Eusebio, der hier im Halbfinale gescheitert war. England siegessicher, auch die Queen scheint very amused.
Ganz nah damals an Mannschaft, Trainer und Taktik, Detmar Kramer. Remsi hatte Schalten auf Beckenbauer gehetzt. Helmut hatte Beckenbauer auf Schalten gehetzt. Selbst wenn wir es gewollt hätten, hätten es während des Spiels nicht ändern können. Ich war dagegen, weil ich sage, Helmut, das ist, als wenn dein Wagen mit angezogener Handbremse fährst. Mach das nicht. Er macht's doch. Charlton gegen Beckenbauer, Beckenbauer gegen Charlton. Das Spiel gestaltet sich in der 12. Minute erfreulich, aus deutscher Sicht. Haller, Seeler. Schnellinger. Held. Sehr schön. Haller. Goal! Haller, mehr brauche ich ja nicht zu sagen. England liegt in diesem Turnier zum ersten Mal im Rückstand. Wie dann der Helmut Haller in der 13. Minute das erste Tor schoss, wir wurden in Düsseldorf in so einem Wohnblock. Da hatte man das Gefühl, überall steht das Fenster auf und überall schreien Menschen vor Glück über diese Führung. Stilton, Charlton gegen Beckenbauer. Moore. Eine Regelwidrigkeit, aber kein großes Vergehen. Die Entscheidung ist aber richtig. Achtung! Hey! Jener Hurst, der England, ebenfalls mit einem Kopfballtreffer gegen Argentinien in die Vorschlussrunde gebracht hat. Peters, die Nummer 16, da ist er. Held, aufgestützt, faul, jawohl. Ja, natürlich. Ich sagte ja immer, die Engländer haben das Fair Play erfunden, aber nicht alle Spieler wissen es. So verrinnen Minuten und Sekunden. Goal! Goal! Wenn Sie mich hören in Ihrem Jubel, kann ich Ihnen jetzt sagen, es war der Kölner Weber. Und es gibt keinen Zweifel für mich am Verdienst dieses Ausgleiches. Wir hatten natürlich zu Hause keinen Fernsehen. Ich hätte gar nicht gucken können. Aber meine Großmutter hat sich dann zu dieser Weltmeisterschaft den ersten Fernseher angeschafft, sodass ich einige Spiele, natürlich auch das berühmte Spiel gegen England, gesehen habe. Wie haben Sie dieses Finale persönlich verkraftet? So ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aufgeregt waren alle, ich sicher auch. Natürlich insbesondere bei dem 2:2 von Wolfgang Weber. Erleichtert darüber, dass wir die Verlängerung erreicht haben und 10 Minuten später tief enttäuscht, als Geoff Hurst gegen die Latte schoss und Schiedsrichter Gottfried Dienst das auch noch als Tor anerkannt hat. Steil. Achtung, Achtung. Hi! Nicht im Tor, kein Tor. Oder doch, jetzt was entscheidet der Linienrichter? Tor. 3:2 für England durch Hurst. Das wird nun wieder Diskussionen geben.
So Dinge vergisst du nicht, weil sie immer diese blöde eine Minute mit Achtung, Achtung, nein, kein Tor. Das ist immer so, da denke ich, oh, das ist wieder der Schrecken, die Tatsache leugnen. Aber ich sage nicht, dass der drin war. Ich weiß auch nicht, ob er nicht drin war. Naja, also Rudi Michel ist natürlich für mich genauso ein Denkmal wie Fritz Walter auch. Der Rudi war für mich der Reporter, der mir Fußball so geschildert hat, dass ich das Gefühl hatte, ich saß im Ball. Und bei diesem dritten Tor, darüber streitet man heute noch, hat die ganze Welt gestritten. Wobei das für meine Begriffe nie ein böser Streit war, sondern immer ein gut gemeinte Hilflosigkeit, weil wirklich sagen, was da nun wirklich war, das kann man ja eigentlich bis heute nicht, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Und die Art und Weise, wie der Rudi damit gespielt hat, mit diesem Moment der Freude, der Verzweiflung, der Hoffnung, das ist eine einzigartige Reportage und die geht mit Sicherheit in die Geschichte der Reportagen ein. Die Weltpresse zeigt sich gespalten. Drin oder nicht drin? Klar formuliert's und sieht's die junge Welt in Ost-Berlin. Hurst habe das Leder an die Lattenkante gejagt, von wo es, Zitat, hinter die Torlinie und dann durch Effetwirkung wieder ins Feld sprang. Hans Tilkowski sagt ja heute noch, es ist gut, dass es das gegeben hat, sonst wäre ich nie so bekannt geworden. War es eins, war es keins, ich weiß nicht. Ich habe das als große Ungerechtigkeit empfunden. Auch als Schmerz, der dann schon da war. Auch das, ne? Ja. Und ich hatte auch diese Nationalmannschaft ins Herz geschlossen, also sehr ins Herz geschlossen. Ich hatte später dann so ein Mannschaftsposter von Adidas mit Autogramm, so ein gedrucktes. Ja. Und da habe ich die Reihenfolge eigentlich noch immer im Kopf, dass es links mit Höttges anfing und rechts stand Uwe Seeler als Kapitän. Noch ist das Spiel nicht beendet. Noch nicht. Immer weiter, sagt Schiedsrichter Dien. Hörst. Goal! Goal! Das Spiel ist aus. England ist Fußballweltmeister 1966. Königin Elisabeth II. Überreicht den Kopf, Jules Rimet und die Goldmedaille. Ein würdiger, ein großer Abschluss dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Der vieles vergessen lässt an unschönen Szenen, die wir gesehen haben. Hadern Sie nicht, meine Damen und Herren, mit diesem Fehler, mit jenem Fehler, mit dieser Entscheidung. Deutsche Elf hat großartig gespielt. Und sie hat Pech gehabt. Das werden uns auch objektive ausländische Berichterstatter bestätigen. Aber denken Sie daran, in diesem Finale zu verlieren, ist kein Unglück und keine Schande. Weber fällt, England feiert. Doch es bricht und zerbricht nichts im Wembley-Stadion. Im Großen und Ganzen war es natürlich für uns sehr enttäuschend, dass wir in einem Spiel, wo wir glänzend mitgehalten haben, dass wir zu guter Letzt unglücklich verloren haben. Das Spiel ist vorbeigegangen und ich glaube, dass die Taktik, mit der wir gespielt haben, völlig richtig war. Ich habe noch dazu sehr gern gegen Bobby Charlton gespielt, weil es für mich eine echte Aufgabe war, gegen diesen für mich besten Spieler der Welt seiner Zeit zu spielen. Und ich glaube, ich habe nicht enttäuscht. Nicht nur auf dem Römer in Frankfurt. Bundesweite Begeisterung um die Helden von Wembley. Autogramme, Ersttagsbriefe. Wer den Ball liebt, liebt den Uwe. Ein weiteres Sommermärchen in deutschen Landen. Doch
heute noch dieser Mannschaft dankbar. Er hat sich mit dem Wembley-Tor und mit der Haltung nach dem Wembley-Tor unvergesslich gemacht. Sie hat Geschichte geschrieben. Der Willi Schulz hat nochmal den Dienst zum Linienrichter geschickt. Und als der zur Mittellinie sagt, kein Wort mehr, neu aufstellen, versuchen wir es nochmal. Dieser Vize-Weltmeister von 1966 ist einer der beliebtesten Vize-Weltmeister überhaupt in der WM-Geschichte. Und das, 21 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Also diese Mannschaft hat auch eine diplomatische Leistung daraus vollbracht mit ihrem Auftreten in England. Das hat auch bei den Engländern einen großen Nachdruck hinterlassen, wie deutscherseits diese Niederlage hingenommen wurde. Dass es dann auch im Boulevard natürlich Leute gab, die querschossen und wieder alte Schlachten schlugen, ist irgendwo klar. Es gab ja auch einen prominenten Deutschen, der das sowieso völlig anders sah als 99% der Deutschen. Den Bundespräsidenten Heinrich Lübke, der hat nämlich etwas gesehen, was dann wirklich niemand auf der Welt gesehen hatte. Der behauptete nämlich auf einem Empfang der Nationalmannschaft, ich habe den Ball im Tor liegen sehen. Also das hat niemand behauptet. Die Frage war, ist der Ball auf der Linie aufgeschlagen, ist er vor der Linie aufgeschlagen, ist er kurz dahinter aufgeschlagen, wieder rausgesprungen, aber im Tor liegen hat den Ball niemand gesehen, außer Heinrich Lübke. Lasst uns nicht lange reden. Wir tun, was uns gefällt. Einmal 5 Mark für jeden, das ist doch nicht die Welt. Gute Freunde, wie wir uns nennen, ja, die sind sich so eins wie nie. Wenn sie spielen und helfen können, in der Fernsehlotterie. Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch, sagt Franz Beckenbauer, Fußball-Nationalspieler. Er weiß warum. Sein Motto, das Essen kann gar nicht kräftig genug schmecken. Er sagt, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch. Denn Knorr nimmt nur kräftigste Zutaten für jeden Beutel Suppe. Beckenbauer mokiert sich ja später darüber, über diese Spieler der älteren Generation, denen es noch um Vaterland, um Ehre etc. geht. Und er sagt, mir geht es nicht um Kameradschaft. Mir geht es einfach darum, wir sind eine Interessensgemeinschaft und wir wollen gewinnen. Deswegen sind wir hier, wir wollen gewinnen. Und das hat aber auch noch eine wirtschaftliche Komponente. Also er ist der erste Spieler auch im Nationaldress, der also nicht mal in den Kategorien von Fritz Walter denkt, der nicht mal in dieser Welt der 50er Jahre lebt, der nicht mal von diesem Triumph von Bern irgendwie geprägt wird. Das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Das interessiert diese Generation überhaupt nicht. Von größtem Interesse im Osten Deutschlands das WM-Quali-Spiel gegen Italien. Endstand 2:2. Tore durch Kreische, Vogel und Riva. Übrigens entgegen der Schrifteinblendung Anno 69. Jetzt ist aber Wolfram Löwe, der Leipziger, am Ball. Am Strafraumeck, rechts drüben, Flanke. Zu Vogel, schießt doch Eberhard. Und Tor! Trotz Tor hatte es zuvor auch für die EM nicht gereicht. Was Bundesdeutschen ähnlich ergeht, wegen des völlig unerwarteten 0:0 gegen Albanien in Tirana. Man darf ja nie glauben, dass Fußball heile Welt ist oder dass Fußball das Paradies auf Erden ist. Fußball ist das menschliche Leben mit Höhen und Tiefen, mit Sonne und Schatten. Damals war Albanien wirklich noch ein Fußballzwerg. Also man fuhr dahin in der Auffassung, dann mögen ja die Bodenverhältnisse noch so schlecht sein. Die waren natürlich miserabel in Tirana und die waren auch später miserabel in Nicosia. Man putzt sie weg, also mit 4-5-0 auf jeden Fall. Man hatte im Hinspiel in der Roten Erde, da war ich dabei in Dortmund, hatte man sie 6-0 geschlagen. 4-mal Müller, 2-mal Hannes Löhr. Und Tirana war für mich überhaupt keine Frage. Man kommt da, natürlich kommt man dort mit einem Sieg wieder nach Hause. Und dort spielt man nur ein 0:0. Man könnte sagen, es war... Dieses 0:0 von Tirana ist die Mutter aller folgenden Nationalmannschaftsblamagen, wenn es gegen vermeintliche Zwerge geht. Ein Jahr später gelingt Großes gegen Riesen. Der erste Sieg gegen England am 1.6.68 in Hannover. Nach einem fantastischen Fallrückzieher Ludwig Müller schießt Franz Beckenbauer in der 81. Minute das Tor des Tages.
40.000 im Niedersachsenstadion feiern die erfolgreiche Weltmeisterschaftsrevanche. Brillant, brillant, brillant. Gleich noch ein Juwel. Der erste Sieg gegen Brasilien am 16.06.68 in Stuttgart unter den Augen von Alt-Bundestrainer Herberger. Von der ersten Minute an greifen die deutschen Stürmer respektlos an. Ihre Schüsse verfehlen nur knapp das Tor. In der achten Minute ist es soweit. Eine Flanke von Dörfel verwandelt Held zum 1:0. Der Einsatz der deutschen Spieler zahlt sich aus. Held flankt, Overath verfehlt, Dörfel bombt den Ball zum 2:0. Da ich ja aus Hamburg komme, war mein Held Bernd Dörfel, der auch leider nur ganz selten in der Nationalmannschaft gespielt hat. Selbst sein Bruder Charlie hat da, glaube ich, öfter gespielt als er. Aber Bernd war so mein Vorbild, weil der auch ein bisschen größer war als Rechtsaußen, als die anderen. Und ich fand den sehr cool und bin eigentlich oft zum HSV gegangen, um Bernd Dörfel zu sehen. Also das war so mein Held. 600.000 Einwohner zählt Zypern, die drittgrößte Insel des Mittelmeeres. Der Fußballzwerg unter den ballvernarrten Nationen Europas. Vom Fußballfieber angesteckt, Erzbischof Makarios. Er empfing die deutsche Nationalmannschaft am Vorabend ihres Weltmeisterschaftsqualifikationsspiels. Seine hochfavorisierten Mannen hatte Trainer schön gewarnt. Die ungewohnte Temperatur, fast 30 Grad im Schatten und der betonharte, graslose Sandplatz sind ein Handicap, das schwerer wiegt als Einsatz und Können der Zyprioten. In der 92. Minute Schiedsrichter Pirvu lässt 3 Minuten nachspielen, rettet Müller Deutschlands Fußballehre. Nach dem Volleyschuss zum 1:0 gestand der Schütze, heute bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Das Rückspiel gegen Zypern in Essen beginnt wenig glücklich. Von katastrophaler Organisation ist die Rede. Höchste Gefahr auf den Rängen. Hunderte klettern über die Zäune. Glücklich, glimpflich, nur einige Verletzte. Deutschland gewinnt letztlich mit 12:0. Müller versenkt 4-mal, Overath 3-mal, Haller 2-mal. Die WM in Mexiko wäre so nah, wenn Schottland nicht wäre. Am 22. Oktober 1969 das entscheidende Qualifikationsspiel im Hamburger Volksparkstadion vor 72.000 Zuschauern. Deutschland mit Libuda, Seeler und Müller in vorderster Linie, Beckenbauer als Libero. Was nichts daran ändert, dass die Gäste bereits in der dritten Minute durch Johnston in Führung gehen, nachdem Meyer den Ball nicht festhalten kann. Nervosität bei Netzer, Lattek schön. Ehe in der 38. Abwehrrecke Klaus Tanne-Fichtel den Ausgleich schafft. 1:1 zur Halbzeit. Helmut Schön spricht später von einem der erregendsten Fußballereignisse, die jemals auf deutschem Boden stattfanden. Auch Höxter an der Weser verfolgt eine spannungsgeladene zweite Hälfte. 1:1 zwischen Deutschland und Schottland. Etwa eine Viertelstunde gespielt in der zweiten Halbzeit. Beckenbauer steht bereit, aber der kleine Bremner lässt nicht ausführen, weil er keine 9 Meter weggeht. Dann kommt Steen mit zurück, aber Beckenbauer führt aus, sucht Seeler. Müller! Tor! Tor durch Müller! Deutschland führt mit 2:1. Eine blitzartige Kombination. Ausgangspunkt der überlegene Beckenbauer. Schlenzt den Ball nach links. Jetzt kommt McNeil, Kopfball, geht Tor. Tja, da hat die deutsche Mannschaft nicht aufgepasst. Schottische Freude währt nicht lange. Denn Haller spielt den Ball geschickt und gefühlvoll an Gemmel vorbei zum losgespurteten Libuda. Was dann passiert, ist im Tonarchiv auf wundersame Art verschwunden. Sicher ist, Libuda trifft zum 3:2. Freude grenzenlos. In Deutschland macht der Spruch die Runde, an Gott kommt keiner vorbei, außer Libuda. Mexiko ruft. Blumen werden samt Aktentasche auf den Platz geliefert. Und die Liebe zum Leder bleibt ungebrochen.
in den 60ern.